Sie haben es bestimmt gelesen, am vergangenen Montag war der von der UNESCO ausgerufene internationale Tag der Muttersprache. Oh. Der Tag ist wirklich notwendig, denn über 50% der weltweit etwa 6.700 gesprochenen Sprachen sind vom Aussterben bedroht. Ich kann jetzt sagen, ich und meine Familie, wir steuern komplett dagegen. Ich spreche Kölsch. Meine Mutter kommt aus Essen. Mein Vater ist Schwab. Ich habe hessische Schwiegereltern. Und wenn wir alle zusammen Let's Dance mit Jorge González gucken, dann brennt bei Alexa im Wohnzimmer die Sicherung durch. Das ist klar. Ja. Wir sind ja eine multilingual veranlagte Runde hier. Welche Sprachen sprecht ihr so? Oder unterhaltet ihr euch vielleicht nur noch mit Emojis? Keine Ahnung. Bei mir war das so, also meine Muttersprache hat mich ja wahnsinnig geprägt, komme aus Berlin. Das hat mich also letztendlich ja zu dem gemacht, was ich bin, weil meine Mutter ganz anders gesprochen hat als mein Vater. Mein Vater, der hat ja relativ kurze Sätze nur genommen, also der hat sie anders betont. Sowas wie, sag mal! Und auch wenn er lieb war, sag mal! Aber wir wussten nicht, meine Mutter, ich weiß nicht, jeder, der eine Mutter hat, kennt das. Meine Mutter hatte die Begabung, stundenlang zu reden. Moralpredigten kennen wir alle. Stundenlang und monoton. Mütter können ja monoton, eine Stimme, monoton, ohne irgendeinen Singsang. Und die atmen nicht, die über die Haare, anders geht das nicht. Und dann reden die 3,5 Stunden auf dich ein. Und es folgte immer der Schlusssatz, den ich bis heute noch nicht verstanden habe. Weißt du was, mir ist es ja egal. Ich liebe meine Mutter, aber ich habe es bis heute noch nicht verstanden. Aber du hast es eben gesagt, Guido, ne? Aber auch Dialekte sterben ja aus. Ne? Ich wäre zum Beispiel komplett aufgeschmissen ohne Dialekte. Ich liebe das, diese Diversität in der Sprache. Weil jeder Dialekt oder auch Akzent, der eignet sich ja für was anderes besonders gut. Ne? Niederländisch, wissen wir alle, ist ein Klischee, aber klingt ja immer sehr nett und lieb, positiv, sympathisch. Da kannst du ja alles sagen, so, the Queen hat Corona, aber keine Sorge, dem Virus geht es echt gut. Keine Sorge. Es ist egal, also einfach raushauen. Oder mit Wienerisch, ne? Da kannst du auch alles sagen, die beleidigen dich und lächeln dich noch dabei an. Ne? Du kannst einfach da stehen und sagen, okay, du bist so hässlich, oder? Dich kann ich nicht einmal mehr als Teppich verkaufen. Wow. Ist es egal. Einfach raushauen, bietet sich an. Und keine Ahnung, so hamburgerisch, also das klingt irgendwie immer so, wie ich mit 16 nach 7 Wodka Red Bull. Weißt du, wenn ich am Autoscooter nach Ärger gesucht habe, kannst du auch richtig rauskloppen. So, ja was, Junge? Nennst du mich Pippi oder was? Ey, ganz ehrlich, die Pippi tritt dir gleich mal das Esszimmer raus, du Spatten. Ich hau dir so ein hartes Puzzle in die Zähne, da fragen die bei Ravensburger nach der Anleitung, ey. So, einfach benutzen, das macht Spaß. Dialekte, Kompliment. Eine schöne Sache einfach. Sehr gut. Wisst ihr überhaupt, wo diese Dialekte herkommen? Am 9. Tag schuf der liebe Gott die Dialekte. Und ich weiß es, weil ich war dabei. Alle waren begeistert. Der Berliner, der sagte, ich hab so einen tollen Dialekt, war. Herzlichen Dank, lieben J, war. Und der Münchner, der sagte, ihr Meier, warum schon ein Dialekt an diesem vergeht's gut, gut. Nur für den Kölner, da war kein Dialekt mehr übrig. Die waren alle vergeben. Alle vergeben. Und der Kölner, der war sehr, sehr traurig. Und der Kölner, der hat auch ein bisschen geweint. Und das packte den lieben Gott ans Herz. Er legte dem Kölner die Hand auf die Schulter und sagte, na gut, Junge, dann sprichst du halt so wie ich. Also ich spreche gerne Kölsch. Ich wohne jetzt seit 20 Jahren jetzt in Köln und Kölsch ist eine schöne Sprache und Kölsch trinken hilft beim Kölsch sprechen. Also wenn ich um 18 Uhr aus der Kneipe komme, dann sage ich schon mal zu meiner Frau, na, mein Liebchen, was ist denn überhaupt zu essen? Willst du mir wieder eine Essensuppe oder kriege ich bloß wieder eine halbe Hahn? Und es ist so, wenn ich so mit meiner Frau spreche, dann kriege ich meistens gar nichts mehr zu essen. Ja, weil sie mag das nicht. Ich dagegen, ich mag diesen rheinischen Singsang eigentlich sehr gerne. Ich mag generell den Kölner sehr gerne in seiner Art, in seiner zurückhaltenden Art, in seiner dezenten, höflichen... Der war gut, Zurückhaltung. Nein, ich bin wirklich mal angesprochen worden in meinem Viertel. Da kam einer auf mich zu und sagte, na, Herr König, ich hätte Sie ja jetzt fast ja nicht mehr erkannt. Sagen Sie mal, im Fernsehen sind Sie aber geschminkt, oder? Ja, da dachte ich mir, weil so geht es nicht. So geht es nicht.
Das ist ja interessant mit diesen Sprachen. Zum Beispiel so jedet nit, Kölsch. Wie würde man auf Türkisch sowas sagen? Ich kann kein Türkisch. Nee, aber das ist ja auch, kann ich erklären, meine Mutter ist ja Deutsch, Hilde. Ne? Die spricht Monomerisch, also Kurpfälzisch. Mhm. Nicht zu verwechseln wie Köln auf Denken Hessisch, nein, sie ist Kurpfälzisch. Und da hat meine Mutter gesagt, Türkisch versteht Ekesau. Dann war das Thema erledigt. Also deutsche Sprache ist sowieso eine schwierige Sprache. Ich weiß noch, wie mein Vater nach Deutschland kam und so. Wenn man zum Beispiel, gibt es gewisse Wörter im Deutschen, also wenn man die falsch betont, dann hat ja der Satz komplett eine andere Bedeutung. Ich mache mal ein Beispiel. Ich helfe kranken Vögeln. Vielleicht gebe ich euch noch ein paar Sekunden Zeit, zum drüber nachdenken. Das eine, Mario, ist ein Tierschützer. Johann, und das andere ist, vielleicht gucken auch Kinder zu, eher ein Pflegeberuf. Ja? Das ist schön, dass du das sagst. Also ich bin ja in Heidelberg groß geworden, neben Monem, Krell, und wohne auch jetzt wieder in Heidelberg. Und da ist mir nämlich auch aufgefallen, wenn dir ein Kurpfälzer ein Kompliment zum Beispiel macht, dann klingt es immer so, als ob du gerade Anschiss bekommst für irgendwas. Okay. Weil ich finde die Rede so ein bisschen aggressiv. Ja. Also, gell? Also, das sind ganz, ganz liebe Leute. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit Bülent flirten würde, ist geil, dann wäre das schon recht klar. So, du bist richtig, richtig hübsch, bist du. Du hast ein ganz tolles schwarzes Jacket an. Wir sind zwar vielleicht ein bisschen eng, aber es sieht fantastico aus. Vielleicht wollen wir mal Ramundi irgendwo was essen geben. Meckes oder so, oder? Ajo, ey, wie Spaß, wie Spaß. Ich bin richtig geil jetzt. Larissa, oh, ich merk, wie geil du bist. Ja. Leg dich hin, ich glaub, ich lieb dich. Ich kenn's auch. Verstehst? Herzlich willkommen zum Regionalfenster Rheinland-Pfalz. Ich hatte den Eindruck, wir müssen uns jetzt hier mal ein bisschen beruhigen. Schwitz richtig. Wir müssen uns. Wir müssen runterkommen, wir müssen uns beruhigen. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt an dich denke. Johann, rette es. Ja, schönen Dank auch. Also, wir sind ja bei der Sprache immer noch. Und Sprache ist ja dafür da, dass der andere ungefähr weiß, was gemeint ist. Und ich finde, da ist es auch nicht so wichtig, dass es wirklich korrekt ist. Da kann man auch mal kreativ mit der Sprache umgehen. Ich stand mal in der U-Bahn. Ein Typ hat mit seiner Freundin telefoniert, mit dem Handy. Die Freundin stand draußen, glaube ich, irgendwo, hat gewartet. Die U-Bahn, weiß ich nicht, stand. Und dann hat er gesagt, ja, aber ich kann mich auch nicht schneller beeilen, als wie die Bahn fährt. Und da hat er natürlich recht. Und dann habe ich aber zu ihm gesagt, pass mal auf, Kollege, das heißt, ich kann mich nicht schneller beeilen, als wie die Bahn am Fahren ist. Ja, das ist der rheinische Infinitiv. Und dann hat er mir ganz verständnisvoll vor Schienbein getreten und hat gesagt, dass er gleich am Ausrasten ist. Er war nicht zufällig Tennisspieler, ne? Witzig. Es tut sich was im Bereich Aufklärung. Jetzt wird es spannend. In deutschen Schulbüchern soll jetzt endlich das weibliche Geschlechtsorgan realistisch und vor allem detailgenauer beschrieben werden. Denn bisher stimmten einfach die Proportionen nicht. Ja, da wurde rumgeeiert, kann man auch sagen. Ein Glück, dass sich das jetzt ändert. Bisher mussten Jugendliche erst umständlich über Pornoseiten recherchieren. Jetzt hilft der Klett Verlag. Wie seid ihr aufgeklärt worden? Ich bin ja von meinem türkischen Vater aufgeklärt worden. Ei. Ja. Also meine Mutter war schon beteiligt, aber der war das zu schnell alles. Also ich so ist erzählt. Ja. Ja, ist auch Therapie, wenn ich darüber rede. Also ich bin morgens aufgewacht, einen Schlafanzug an und ich hatte auf einmal ein Zelt. Also ich bin also zu meiner Mutter, das war halt die Google in dem Fall, stehe so da, Mama, ich habe wirklich gesagt, ich bin krank. Ne? Mama, ich bin krank. So, und jetzt jede normale Mutter würde ja in dem Moment sagen, ey, pass mal auf, Bub, beruhig dich, setz dich hin, falls es geht. Ich erkläre dir das, mach meine Mutter, das ist kein Witz. Ich stehe mal, darf ich überhaupt aufstehen hier? Ja, hier darf man alles. Pass auf, dann sieht das Zelt, macht so, ui, ui, und rennt weg. Das kannst du nicht machen. Ui, ui, ui. Wer macht denn ui, ui, ui? Samson von der Caesarstraße macht hui, hui, aber nicht deine Mutter. Die ist einfach weggerannt. Muss wohl, die rennt weg, ich so hinterher. Mama. Weißt, ich. Nee.
Und meine Mutter wollte es einfach nicht erklären. Die war so wie Roadrunner und dann habe ich gesagt, soll ich mal den Vater fragen, wenn du es nicht kannst? Sie so, ja, okay, frag den Vater. Und ich bin dann zu meinem Vater, türkischer Vater, müsst ihr euch vorstellen, ich so, Baba, ich habe ein Problem. Er so, aber richtig ernst so, was Problem? Und da überlegst du dir als Kind, ob es noch erzählen sollst. Ne? Aber ich hatte ja Eier und Drecksack. Und er sagt, Baba, da unten, da bewegt sich was. Und jetzt kommt mein Vater ganz trocken, ohne zu sagen, welche Richtung. Und ich so, ja, wie, welche, nach oben halt. Und jetzt pass auf, jetzt kommt die Aufklärung von meinem Vater. Dann fragt mein Vater mich, wann passiert? Und ich so, wie meinst du das? Wann passiert mit der Fahrstuhl? Wenn du Frau siehst? Und ich so, ja. Und er so, halla, halla. Dann nochmal. Übrigens, hier oben könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Wenn ihr diese Folge nochmal sehen wollt auf RTL Plus, einfach hier klicken. Und für weitere Videos einfach hier oben klicken. Ganz einfach.